Willkommen aus München von einem Dell-Event, wo wir das Dell Latitude 11 der 5000er-Serie sehen. Ein schickes 11-Zoll-Gerät, beziehungsweise um genau zu sein, 10,8 Zoll Full-HD-Tablet, bei dem wir hier Windows 10 installiert haben, wo ich zwar gerade nicht reinkomme, aber die genauen technischen Daten euch ein bisschen schon erklären kann. Wie ihr könnt es auch hier hinten ablesen. Wir können bis zu 8 GB RAM in dem Tablet haben, viel SSD-Speicherplatz und auch ein Stylus benutzen, sowie die Intel Core M-Serie, würde ich jetzt mal sagen, denn hier ist kein Lüfter drin und das deutet immer darauf hin, dass wir eine Core M-Maschine hier haben. Das Ganze ist eine Tablet mit einer angedockten Tastatur, die ich mal kurz abmachen kann. Und dann seht ihr hier das Ganze sehr stabil, hier über magnetische Anschlüsse, dem Dock-Anschluss in der Mitte, der natürlich für andere Docks verwendet wird, nicht hier für die Tastatur-Dock. Und dann schauen wir uns weiterhin das Gerät mal von außen an. Nur hier auf der einen Seite nur Kensington, den Lautsprecher sowie ein SD-Karten und Micro- oder Nano-SIM sehen werden für SIM-Karten entsprechend, damit wir unterwegs noch mobil sind. Eine Windows-Taste, um das Startmenü aufzurufen, und oben ist die An- und Ausschalttaste mit einer kleinen LED, um zu sehen, ob das Gerät lädt oder nicht. Ein Mikrofon oben darf nicht fehlen, vorne natürlich eine Kamera sowie hinten gleich eine Kamera, die zeige ich euch später. Dann haben wir noch den Headset-Anschluss, Lautstärkeregler, Lautsprecher, Mikro, HDMI natürlich für externe Produkte, aber wir können auch per Adapter, per USB 3.1 oder Thunderbolt sozusagen, dann hier auch noch externes HDMI, VGA und weitere Geschichten per Adapter herzaubern, und einen regulären USB 3-Anschluss haben wir auch für USB-Sticks, Festplatten und weiteres. Darüber werden sich sehr viele Leute freuen. Andocken geht wie immer ganz einfach, dran stecken und schon geht's los. Die Tastatur leuchtet gerade auch auf kurz, wie ihr seht. Das heißt, ich könnte jetzt hier auf der Tastatur das Passwort eingeben, wenn ich es wüsste, weiß ich aber nicht. Aber die Tastatur ist wirklich sehr schön, hat einen guten Tastenhub, fast sogar noch besser wie bei einem MacBook von Apple, bei dem ganz dünnen Produkt mit ja nur einem Anschluss. Und hier haben wir auch ein richtig großes und gutes Trackpad mit auch Multitouch, wenn wir das so wollten. Und dann die Tasten auch integriert und den kleinen Platz für den Stylus hier an der Seite. Von außen überzeugt das Gerät noch hier mit dieser schönen Oberfläche, die aus einem echten Stoff ist. Und wenn ich hier hinten das Ganze mal umdrehe, dann das umklappe, einklappe den Standfuß, dann sehen wir auch die Seite sehr schön so designt. Wenn ich das hier ganz kurz abmache, ist da natürlich nur magnetisch hier dran. Dann sehen wir auch das Gummierte bei dem Tablet, ist auch sehr schön. Dann hier natürlich die Kamera ohne Blitz, aber mit einem Mikrofonloch. Und hier der Standfuß lässt sich schön weit stufenlos nach hinten ausklappen. Das ist natürlich sehr angenehm für alles, was ihr dann für eure Zeichenkünste einstellen wollt. So kann man es ganz normal als Notebook ausstellen oder auch relativ flach sozusagen als Tablet. Das war es ja auch schon mit dem Dell Latitude 11 der 5000er-Serie im ganz kurzen Hands-on. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Balazs Gral und bis zum nächsten Mal.